Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie zu Hause an Ihren Bildschirmen und natürlich hier im Studio begrüßen zu dürfen. Wir wollen uns heute zu einem Studio-Quiz zusammenfinden und ich darf Ihnen heute zum ersten Mal die Fernsehsendung Die Vier vorstellen. Die Vier, was hinter diesem Titel verborgen ist, können Sie sicherlich nicht sofort erraten. Die soll sich jetzt natürlich blitzartig ändern. Die Vier, das ist eine Ratespielsendung mit bekannten und weniger bekannten Studiokandidaten. Die Vier, das bedeutet Spiel, Spaß und Spannung für die ganze Familie. Und die Vier ist eine Fernsehalternativsendung vielleicht unter Beteiligung der Zuschauer. Bei Die Vier gibt es auch einige Neuerungen. Neu unsere heutigen Studiokandidaten können nichts gewinnen. Dafür aber ebenfalls auch neu, Sie zu Hause, unsere lieben Zuschauer, können etwas gewinnen. Ja, und ich hoffe, dass ich recht viele Zuschauer jetzt begrüßen darf. Wir haben ja jetzt momentan in den anderen Programmen nicht allzu schöne Spielfilme laufen. Und wir werden jetzt doch Sie hoffentlich zu den nächsten 120 Minuten dieser Sendung bis 16 Uhr begrüßen dürfen. Zu den Ratespielregeln komme ich nachher. Zuerst wollen wir unsere Gäste heute vorstellen. Zu meiner Rechten darf ich ganz herzlich Herrn Bürgermeister Klein von Bad Bergzabern begrüßen, dann dessen Sohn Uwe Klein und den Bürgermeister der Gemeinde Altrib, Herrn Willi Kotter. Ja, Herr Klein, wir wollen beginnen mit Ihnen. Sie sind heute Abend hierher gekommen, um mit uns das Quiz zu machen. Jetzt, wie sah das eigentlich aus, als Sie Bürgermeister wurden? Wir wollen so ein bisschen Ihren Lebenslauf in Anführungszeichen beleuchten. Wie ging das vor sich? Sie wollten Sie schon immer Bürgermeister werden? Oder haben Sie auch mal andere Berufswünsche? Jetzt von mir aus Lokomotivführer, hat mal einer gesagt. Wie sah das aus, als Sie jung waren und dann? Nicht nur Berufswünsche, ich habe auch andere Berufe ausgeübt. Ich habe nach dem Abitur Rechtswissenschaften und Kriminalistik studiert, die beiden juristischen Staatsexamen absolviert, war dann Regierungsassessor, Regierungsrat, Regierungsdirektor, leitender Regierungsdirektor. Zuletzt habe ich das Landesamt für Umweltschutz von Rheinland-Pfalz geleitet. Und als in meiner Heimat Bad Bergzabern überraschend die Stelle des Bürgermeisters frei geworden ist, hat man mir nahegelegt, mich zu bewerben. Das habe ich getan und habe mich sehr gefreut, dass ich unter 12 Kandidaten als Bürgermeister ausgewählt worden bin. Das bin ich jetzt seit 5 Jahren. Und was die anderen Berufe anbelangt, sicher jeder wollte mal vielleicht Flugzeugführer werden. Ich habe mir die Fliegerei als eines meiner Hobbys ausgewählt. Ich bin Privatpilot und Flugzeugführer für Motorsegler und Segelflugzeuge und darüber hinaus Fallschirmspringer für manuelles Fallschirmspringen. Ja, und neben Ihnen sitzt Ihr Sohn Uwe Klein. Ja, Uwe, ich darf du sagen, wie sieht das bei dir eigentlich aus? Was willst du mal werden oder was bist du bereits schon? Was hast du jetzt, was machst du jetzt? Ja, zurzeit studiere ich Rechtswissenschaft in Mannheim. Willst du auch mal in die politische Ebene reingehen? Vielleicht wieder zum Bundeskriminalamt würde ich gerne gehen. Ja, und dann begrüße ich auch Herrn Willi Kotter von der Gemeinde Altrib. Und die Gemeinde Altrib, die liegt ja im Landkreis Ludwigshafen. Wir haben auch hier ein schönes Schildchen vom Landkreis Ludwigshafen, das Wappen des Landkreises Ludwigshafen. Herr Kotter, wie war das bei Ihnen? Wie lange sind Sie schon im Amt und was wollten Sie mal früher als Jugendwunsch werden? Ja, ich bin seit dem Jahre 1979 Bürgermeister der Gemeinde Altrib. Und ja, was ich werden wollte, meine Berufslaufbahn hat praktisch auch mit der Verwaltung angefangen. Ich habe 1954 nach Beendigung der Schulzeit in Altrib meine Verwaltungslehre begonnen, habe auch meine weitere Ausbildung in Altrib durchgeführt, die entsprechenden Prüfungen, Verwaltungsprüfungen gemacht. Bin 1972 zur Stadt Ludwigshafen und als dann im Jahre 1979 bzw. 78 die Wahl des Bürgermeisters anstand, habe ich mich beworben, weil ich wieder zur Gemeindearbeit zurück wollte, denn diese Arbeit in einer Gemeinde, die hat mir schon immer Spaß gemacht, ist praktisch, kann man auch sagen, mein Hobby, und so kam ich dann
zum Bürgermeister. Wie gesagt, von der großen Stadt wollte ich wieder zurück zur kleineren Gemeinde. Ist auch die Arbeit vielfältiger und nicht so eintönig. Ja, wie sieht es denn aus? Wie viele Einwohner hat denn die Gemeinde Altrip? Ja, Altrip hat zurzeit knapp 6000 Einwohner, ist in der weiteren Entwicklung begriffen. Nur die Landesplanung sitzt natürlich da im Moment, zieht da einen kleinen Strich, um die Stadtflucht zu verhindern. Haben sie uns zugebilligt bis zum Jahr 1995 so 6500 Einwohner. Die werden wir vielleicht bis dahin erreicht oder überschritten haben. Ja, wenn wir jetzt auch schon hier im Studio der Anstalt für Kabelkommunikation sitzen und über einen offenen Kanal dank der neuen Medien Sendung machen dürfen, dann habe ich mal eine Frage, wie sieht es denn in Ihren beiden Städten, das heißt Gemeinden, aus? Verkabelt man dort auch schon langsam im Altrip bzw. in Bad Bergzabern? Ja, bei uns ist man im Moment dabei. Die Neubaugebiete, die im letzten Jahr begonnen wurden, sind bereits verkabelt. Der übrige Ortsteil wird zurzeit verkabelt und soll bis zum Ende des Jahres 1987 abgeschlossen sein. Hoffen wir auch, dass dann nicht nur das Breitbandkabel liegt, sondern dass wir auch die entsprechenden Programme empfangen können. Denn es ist ja nicht allein mit der Verkabelung getan, sondern es muss ja auch die Zuleitung gemacht werden. Bis Mitte des Jahres soll das soweit sein. Und wir hoffen, dass wir dann an das Breitbandkabel angeschlossen werden können, auch die entsprechenden Programme empfangen können. Allerdings das Kabelpilotprojekt wird uns ja nicht erreichen. Ja, jetzt ähnlich ist ja auch mit Bad Bergzabern. Das wird wohl noch nicht verkabelt werden können in nächster Zeit. Gehe ich da richtig in der? Es ist bereits begonnen und es ist ähnlich wie beim Kollegen in Altrip. Auch in Bad Bergzabern haben wir in Neubaugebieten begonnen zu verkabeln. Ich darf vielleicht noch nachtragen, dass mein Zuständigkeitsbereich nicht nur die Stadt Bad Bergzabern umfasst. Das ist die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern mit 21 selbstständigen Gemeinden. Aber die Stadt Bad Bergzabern, zugleich die größte Gemeinde mit 6000 Einwohnern, ist Sitz der Verwaltung. Und das, was für Bad Bergzabern gilt, kann natürlich nicht in gleichem oder ähnlichem Maße für die wesentlich kleineren Gemeinden gelten und Geltung haben. Wir haben begonnen, wie gesagt, in der Stadt und werden das zügig weiterführen. Ja, wie sieht denn eigentlich so ein Verwaltungsapparat aus, jetzt in Bad Bergzabern bzw. in Altrip? Ähnlich wird es ja bei allen Bürgermeistern sein. Dies ist ja eine recht schwere Aufgabe, nehme ich an. Wie sieht denn so ein Arbeitstag bei Ihnen ungefähr aus? Soll ich beginnen? Ja. Das lässt sich natürlich pauschal nicht sagen. Man kommt zwar morgens ins Amt und hat sich vielleicht ein Tagesprogramm zurechtgelegt, aber das wird sehr häufig dann und häufig auch sehr nachdrücklich durchkreuzt, einfach durch die Entwicklungen des Tages, durch aktuelle Geschehnisse. Das kann ein Anruf sein, das kann irgendein Besucher sein, das kann ein Anliegen eines Bürgers sein, was einem vielleicht eine ganze Stunde kostet. Und ich meine, dass diese Anliegen der Bürger ja mit unsere vornehmsten Aufgaben sein sollen. Hier sollte jeder die Möglichkeit haben, sein Problem dem Bürgermeister vorzutragen, es mit ihm zu besprechen. Da müssen unter Umständen Mitarbeiter aus dem Hause hinzugezogen werden. Es müssen vielleicht andere Dienststellen befragt werden, sodass man also nicht sagen kann, auch nur einigermaßen sagen kann, ein Arbeitstag verläuft wie der andere. Man beginnt morgens, das ist wohl so üblich, indem man die Post sichtet, um daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen und auch Anweisungen zu geben. Und häufig ist man natürlich auch unterwegs als Bürgermeister, gerade wenn, wie gesagt, 21 Gemeinden zu betreuen sind, von denen ja jede ihren eigenen ehrenamtlichen Bürgermeister hat. Es gibt sehr viele Sitzungen, weil ja draußen die Gemeinderatssitzungen ablaufen, sodass man häufig, insbesondere auch in den Abendstunden und an Wochenenden, sich in der Lage sieht, Termine außerhalb wahrzunehmen. Ja, und was hat denn jetzt Bad Bergzabern und Altrip an Sehenswürdigkeiten?
Azubin. In Bad Bergzabern, da gibt es ja einiges und auch in Altrib sind ja sicherlich einige Dinge zu Bienen. Altrib nehme ich an, Landkreis Ludwigshafen, das sind so große Ballungszentren, dürfte ja an Wohnwert doch erheblich gewonnen haben. Stimmt das, Herr Bürgermeister? Ja, Altrib hat nicht nur gewonnen oder an Wohnwert, sondern hat schon immer einen entsprechenden Wohnwert gehabt, gerade aus dem Gesichtspunkt, dass wir in dem Ballungszentrum Ludwigshafen-Mannheim liegen. Und daher wird auch unsere Gemeinde als Wohngemeinde angenommen. Das hat natürlich auch Nachteile, denn eine Gemeinde kann nicht nur, lebt zwar auch von ihren Bürgern seit der Steuerreform mit der Einkommensteuerbeteiligung, aber sie benötigt auch, um weiter Finanzeinnahmen oder Finanzquellen zu haben, auch etwas Gewerbe oder etwas Industrie. Das ist natürlich bei uns nicht der Fall. Wir sind regelrechte Wohngemeinde und das Zentrum des Landkreises oder mit das Zentrum des Landkreises Ludwigshafen, auch der Stadt Mannheim, das geht bis Heidelberg, Karlsruhe, auch nach Kaiserslautern. Und zwar haben wir ein großes Gebiet, das der Naherholung zur Verfügung steht, die sogenannte Blaue Adria. Und da tummeln sich natürlich in den Sommermonaten oder sagen wir von Mai bis September, je nach Wetterlage auch bis Oktober, sehr viele Menschen. Und unsere Sehenswürdigkeiten sind einmal die Landschaft, die naturnahe Landschaft noch. Wir liegen ja direkt am Rhein und haben noch viele Altrheingebiete, auch Auenlandschaften noch, die viele Leute außerhalb Altribs anziehen zu Wanderungen und hauptsächlich auch im Sommer im Naherholungsgebiet tummeln sich am Wochenende die 3-4-fache Zahl unserer Einwohner, also 30.000 bis 40.000 Menschen. Ja, und wie sieht es bei Ihnen, Bad Bergzabern, aus, wenn wir mal wieder eine kleine Fahrt dorthin machen? Die kann ich Ihnen sehr empfehlen. Und die Verbandsgemeinde erstreckt sich von Schweigen, also von der deutsch-französischen Grenze, Schweigen, beginnend eigentlich mit dem deutschen Weintor als markantem Wahrzeichen, über also Schweigen-Rechtenbach, diese Doppelgemeinde, Ober-Oderbach. Dann liegt etwas abseits der Straße das malerische Dorf Dörrenbach mit seinem berühmten Rathaus und der Wehrkirche aus dem Mittelalter. Und dann Bad Bergzabern selbst, eine Stadt, die auch in den letzten 10 oder 15 Jahren einen gewaltigen Aufschwung genommen hat, insbesondere auch im Bereich des Fremdenverkehrs seit der Eröffnung des Thermalbades in Bad Bergzabern. Wir haben dort unser Stadion und ein weiteres Hallenbad, ein Tennissender mit verschiedenen anderen Einrichtungen wie Squash und Kegeln. Unsere Bürger. Die Verbandsgemeinde erstreckt sich dann weiter nach Norden bis nach Klingenmünster. Und eben an dieser Achse, es ist die Deutsche Weinstraße, konzentriert sich natürlich auch mit Schwerpunkt Bad Bergzabern der Fremdenverkehr. Und der Fremdenverkehr ist eine der Stützen in unserem Bereich. Daneben natürlich der Weinbau. Wir haben in der Verbandsgemeinde 1600 Hektar Weinberge. Und daneben auch die Landwirtschaft, Handel und Gewerbe. Ja, und jetzt darf ich kurz auf die Quizregeln zurückkommen. Wir wollen natürlich erklären, was wir da überhaupt machen wollen. Ja, die 4, das soll eine Quizsendung sein mit einem Personenspiel. Und das Personenspiel sieht so aus. Wir haben Personen vorgegeben, das könnte zum Beispiel jetzt Präsident Ronald Reagan sein. Und eine der Personen wird dann ihm auf den Bürgermeister Herrn Klein beschrieben, dann ihm zugeordnet, beziehungsweise auch dessen Sohn und zu Herrn Willy Kotter. Und Sie müssen durch geschickte Fragen diese Personen versuchen zu erkennen. Also wir geben Ihnen vor, diese Person hat von dort bis dort gelebt und dann müssen Sie fragen, war sie im künstlerischen Bereich tätig, war sie vielleicht im politischen Bereich oder sonst wo tätig und das sind alles bekannte Personen, also nicht die Putzfrauen von der AKK, die täglich das Gebäude hier reinigen, sondern eben bekannte Personen, die man meist aus dem Geschichtsunterricht auch kennt. Und wir wollen dann nachher beginnen mit wie Altrib. Zuvor haben wir aber auch noch ein paar kleine Bilder aus Ludwigshafen.
die wir vielleicht mal mit der Kamera kurz einblenden könnten. Ja, hier sehen Sie einige Bilder aus der Stadt Ludwigshafen, das heißt von der Stadt Ludwigshafen. Ja, das müsste der Friedrich-Ebert-Park sein, nehme ich an. Oder die Halle, gehe ich richtig in an? Die Halle, die Friedrich-Ebert-Halle. Ja, kommen wir zurück zu unserer Erläuterung vom Quiz. Und zwar bekommt auch, also wie gesagt, jeder Kandidat bekommt einen Namen zugeordnet. Von einem Prominenten, sage ich mal, damals hatte man da vielleicht andere Begriffe für. Also von einem Bekannten aus der Geschichte. Diese Personen sind alle schon verstorben. Ja, und wir haben dann noch so eine kleine Falle, möchte ich nicht sagen, noch so ein kleines Spielchen eingebaut, und zwar eine kleine Wette. Für dieses Personenspiel, also Sie sollen finden, um welche Person es sich hier dreht, stehen 20 Fragen zur Verfügung. Und Sie sollten das möglichst in 10 Fragen schaffen. Nämlich, wir wollen eine Wette abschließen, schaffen Sie es in 10 Fragen oder schaffen Sie es nicht in 10 Fragen? Und sollten Sie die Fragen nicht schaffen, die Antwort nicht innerhalb von 10 Fragen finden, und dann müssen Sie Ihre Wette einlösen. Das kann alles Mögliche von A bis Z sein. Also Sie sollen praktisch einen Wetteinsatz bringen, ob Sie es innerhalb von 10 Fragen schaffen, die Antwort zu finden. Schaffen Sie es nicht, dann können Sie von mir aus eine spezielle Bürgerstunde einrichten, so ihm als Wetteinsatz dann. Ja, und haben Sie vielleicht jetzt noch eine Frage, wie das Ganze aussehen soll? Die Zuordnung der einzelnen Personen, ja, zu jeder Person von uns hier. Ja, praktisch jeder Kandidat bekommt eine einzelne Person zugeordnet, auch für unsere Zuschauer zu Hause. Diese Person müssen Sie erraten, und die beiden anderen Kandidaten dürfen dann helfen, Ihrem Kollegen, damit das nicht allzu lange und nicht allzu schwer wird. Und dann sollten Sie innerhalb von 10 Fragen schaffen, die gesuchte Person zu erraten. Schaffen Sie es nicht, dann müssen Sie Ihnen etwas tun. Das kann von der Bürgerstunde sein, es kann aber auch eine mildtätige Veranstaltung für irgendwelche mildtätigen Vereine sein. Und wir wollen mal mit A wie Altre beginnen. Und zwar dreht es sich hier um eine Person, die hat von 1789 bis 1846 geschrieben hat sie. Die Person hat geschrieben, es war ein Professor aus einer Stadt, und dieser Professor siedelte 1825 nach den Vereinigten Staaten über. Und wir wollen jetzt wissen, welche Person kann das gewesen sein, das heißt, welche Person war das? Und Sie sollten das mit 10 Fragen schaffen zu erraten. Also mit 10 Fragen sollen Sie versuchen zu erraten, welche Person gesucht ist. Und wir wollen beginnen mit dem Bürgermeister Herrn Willi Kotter, also A wie Altrip. Und Sie sollen praktisch erraten, um welche Person handelt es sich hier. Und zwar, ich gebe Ihnen nochmal die Daten durch, diese Person lebte von 1789 bis 1846, also 1789 bis 1846. Es war ein Professor aus einer Stadt. 1925 wurde er aufgrund eines Gerichtsbeschlusses wegen demagogischen Umtriebe
zur Auswanderung verurteilt, und zwar nach Amerika. Es galt nämlich als Staatsverbrechen, für eine größere Freiheit einzutreten. Und Sie können mich jetzt fragen, war diese Person vielleicht ein Künstler, spielt er beim Theater, oder war es ein Politiker? Und was er zu tun hat. Ja, Sie haben das schon gesagt, dass er auch geschrieben hat. Ja. Gut. War es ein Politiker? Ja, Politiker. Er hatte mit Politik zu tun, ja. Dann in Amerika auch. In Amerika würde ich nicht sagen, er schrieb seine Gedanken von Amerika nach Deutschland rüber zu seinen deutschen Freunden. Und er hat sich dafür eingesetzt, die Schlagbäume in Deutschland abzuschaffen, abzuholzen. Es gab ja damals fast überall Grenzen, es gab ja überall Kurfürstentümer und Tümchen. Und es war ein Professor, der 1825 nach Amerika verwiesen wurde. Er lebte in Württemberg, also in einer württembergischen Heimat. Ja, darf weitergefragt werden? Ja, es darf natürlich weitergefragt werden. Sie sagten, dass er im Zusammenhang mit irgendwelchen freiheitlichen Aktivitäten des Landes verwiesen worden ist und nach Amerika ging. Ja, nach Amerika. Er setzte sich auch für die Aufhebung der Schlagbäume, Schlagbaumwälder, sage ich mal so, also der Grenzen zu Deutsch ein. Es gab ja damals eine recht schöne Zersplitterung in deutschen Landen. Und die Zeit ist wichtig für unsere heutige Umschreibung, denn wir suchen einen Hauptbegriff, und dieser Hauptbegriff trägt die Umschreibung Würdigung eines Ex-Staatsmannes, und daraufhin wollen wir die Antwort erarbeiten. Also Würdigung eines Ex-Staatsmannes, und diese Person lebte also zu einer Zeit, wo unser heutiger Begriff auch gesucht wird. Also es ist ein zeitgenössischer Begriff, würde ich mal so sagen. Ein Professor, wenn ich jetzt die Stadt sage, da verrate ich natürlich schon einiges, nicht? Es war eine bekannte Stadt, mit T beginnt sie, dann kommt ein UE. Tübingen. Ja, Tübingen. Und jetzt muss man natürlich etwas am Rad der Zeit drehen. Und wenn Sie die Lösung erraten, dann haben Sie auch schon eine heiße Spur auf unsere Umschreibung, auf unseren heutigen Hauptbegriff, der gesucht wird. Und dieser lautet Würdigung, oder trägt die Umschreibung Würdigung eines Ex-Staatsmannes. Und dazu suchen wir jetzt eine erste Person, die um die Zeit ungefähr gelebt hat. Wo hat er in Amerika gelebt? In Amerika. Er wechselte nach Amerika über. Wo jetzt genau, das möchte ich nicht verraten momentan. Also er hat in Tübingen gelebt. 1825 wurde er vom Gericht wegen demagogischen Umtrieb zur Auswanderung verurteilt. Und er hat sich für die Abholzung, in Anführungszeichen ist das zu verstehen, der Grenzen eingesetzt, der innerdeutschen Grenzen. Karl Schwirz war es, ne? Nein, er war es nicht. Der war später. Der Thomas Nast war es auch nicht. Er musste ja praktisch Deutschland verlassen. Ja, er musste Deutschland verlassen, weil das Gericht es so wollte. Er hatte praktisch ein Staatsverbrechen begonnen, indem er praktisch hinging und für die offene Handels- und Verkehrsfreiheit eintrat. Ja, ich nenne mal seine Initialen FL. FL, das sind seine Initialen, wenn man heute sagt. FL. F und ein L, also ein. Der Liebig gewesen sein. Nee, der hieß Justus. Justus, okay. Da bin ich auch nicht ausgewandert. FL. Es war ein Professor aus Tübingen. Seine Heimat war im württembergischen. Ja, ja. Also ich stehe jetzt da im Moment auf dem Schlauch.
Und das galt als Staatsverbrechen. Die Äußerungen galten als Staatsverbrechen. Hieß er mit Vornamen Ferdinand? Nein, aber ähnlich mit F. Ein Lassalle? Sie können natürlich auch mitraten. Ja. F im Geschichtsunterricht, das kommt drauf an. Ein Professor aus Tübingen. Natürlich sind die Informationen etwas spärlich, aber wir wollen nicht allzu viel verraten. So. Warum das mit dem Lassalle? Ja, er schrieb, Professor aus Tübingen. 1825 wurde er nach Amerika verwiesen. Da ist er 46 gestorben. Damals, da war er eine echt eigentlich. Ferdinand Lassalle. Nein, auch nicht. Also in Deutschland lebte er eine einige Zeit. Und dann musste er nach Amerika rüber. Aber er hat dort nicht aufgegeben, seine Ziele zu verdrehen, sondern hat es seinen deutschen Freunden geschrieben. Er befasste sich mit dem offenstehenden Handel und Verkehr und setzte sich für die Abholzung der Schlagbaumwälder, also sprich Grenzen in den innerdeutschen Bereich ein. Also Abbau von Zollstationen. ...1789 bis 1846. Das haben wir bereits schon mehrmals. Ja. Welches Fach hat er gelesen oder gelehrt in Tübingen? Seine Initialen. FL. Es gab da auch mal der Große, nicht? Als Vornamen. Aber das hängt damit nicht zusammen. Also heißt er mal Friedrich mit Vornamen. 1789 bis 1846. So allmählich müsste man hinkommen. Ne? Und zwar war er Professor aus Tübingen. Und er wurde verurteilt wegen demagogischen Umtrieb. Und da musste er nach Amerika ausreisen. Den Einnamen haben wir ja schon, Friedrich. Die Zeit haben wir auch. Das war so wie in 1800. Ich schreibe ja manchmal, wenn ich viele Dinge zu tun habe, auch vielleicht schreiben das auch, manchmal eine Aufstellung. Dafür gibt es ja auch eine andere Bezeichnung für Aufstellung. Also Friedrich hieß er. List, ja, da ist die Antwort gekommen. Und die Zeit, die sollten Sie mal im Auge behalten. Ich habe aber. Also die Zeit sollten Sie im Auge behalten, weil sie führt so ein klein bisschen auf unsere heutige Lösung zurück. Das heißt, führt auf unsere Lösung hin. Und wir suchen ja die Antwort auf die Umschreibung Würdigung eines Ex-Staatsmannes. Dabei sollte man allerdings so fair sein und sollte sagen, dass wir unsere heutigen Kandidaten und natürlich Sie zu Hause auch ein bisschen aufs Glatteis führen, dass die Umschreibung, das heißt die Lösung, die wurde, ich darf nicht zu viel verraten. Was geschehen ist, das wurde nicht aufgrund einer Würdigung des Staatsmannes vorgenommen, sondern es ist wohl im Interesse der Ludwigshafener Kunden geschehen. Und wir haben hier auch jetzt zu Hause an den Bildschirmen die Lösung. Es war Friedrich List, wie schon genannt. Ja, das war ja gar nicht so einfach jetzt für das erste Mal. Wir sind hier ja auch heute das erste Mal versammelt. Es gibt natürlich hier Verbesserungsvorschläge. Und wenn wir bei Verbesserungsvorschlägen sehen, dann erwarte ich natürlich auch gerne Ihre Zuschrift. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn Sie Verbesserungsvorschläge für eine solche Sendung uns zusenden könnten. Und die Adresse darf ich kurz einmal durchgeben. Das ist die 4, also wie der Titel, die 4, Postfach 1924 in 6720 Speyer am Rhein. Und wenn Sie Ihren Verbesserungsvorschlag haben, dann freuen wir uns natürlich über Ihre Post. Und für den zweiten Kandidat, Herrn Bürgermeister Klein, darf ich jetzt ein paar Daten vorgeben. Diese Person lebte von 1815 bis 1898.
So, wie gesagt, er wurde 1815 geboren, studierte auch wie Sie Rechtslehre. Danach übernahm er das Familiengutsbesitz in der Altmark. Und sein Verhältnis, damals gab es ja noch Könige, keine Bundeskanzler. Also sein Verhältnis zum König sah er wie das eines Lehnsmann zu seinem Lehnsherrn. Das sind schon viele Lösungen vorhanden. 1848 zog er nämlich zur Rettung des Königs mit bewaffneten Bauern nach Berlin. Und Herr Klein, Sie sollen jetzt erahnen, wer das sein könnte. Er trat auch 1851 in Dienst einer Verwaltung, möchte ich sagen, das stimmt nicht ganz, in Dienst des preußischen Königs. Und wer könnte das jetzt gewesen sein? 1815 bis 98, Rechtslehrer, ja. Gutsbesitzer, sagten ja, die. Sagten sagen Sie, also heute gibt es möglicherweise auch noch Güter dieses Namens. Ja, es ist. Und könnte es der Reichsgründer gewesen sein? Ja, Sie meinen Otto von Bismarck. Ja, das ging schnell. Das war Otto von Bismarck. Er lebte von 1815 bis 1898. Er studierte Rechtslehre. Danach übernahm er das Familiengutsbesitz in der Altmark. Sein Verhältnis zum König war ausgesprochen gut. Er gründete, wie schon erwähnt, das Reich. 1848 zog er mit bewaffneten Bauern nach Berlin und 1851 trat er in Dienst des preußischen Königs. Ja, und er kam dann zuerst als Gesandter beim Deutschen Bund nach Frankfurt, Petersburg und dann letztendlich nach Paris. Seit 1862 war er dann preußischer Ministerpräsident und Bismarcks Ernennung erregte einige Gegenstimmen. Um 1860 gelang es dann ihm, ein Nationalstaat in Anfängen zu schaffen. 1866 schlug er bei Königsgrätz im Bruderkrieg Österreich. Ja, und Bismarck hatte auch mal einen Satz gesagt, man muss Gegner entweder ganz schonen oder ganz vernichten. So viel zu Otto von Bismarck. Ja, und unseren jüngeren Kandidaten kommen wir zu ihm. Und ja, er stickt dahinter viel Dampf, sag ich mal. Hier gebe ich auch die Geburtsdaten durch. Das war 1736, also 1736 bis 1819. Er hatte einen Beruf, den es auch heute gibt. Ja, und er hatte einen wichtigen Auftrag bekommen, der für uns heute auch ganz ausschlaggebend ist oder war. Und 1775 schrieb ein Partner an den englischen König, also 1775 schrieb ein Partner an den englischen König. Diese gesuchte Person hatte einen Auftrag erhalten, einen sehr wichtigen. Ich denke da an eine Ludwigshafener Großfirma. Ohne diesen Auftrag hätte die wahrscheinlich einige Schwierigkeiten, ihre Produkte herzustellen. Ja, also nochmal die Daten, 1736 bis 1819. Er hatte einen Beruf erlernt, den es heute auch gibt. Es war kein Beruf auf dem Büro, sondern ein handwerklicher Beruf, sage ich mal. Und er hatte, wie gesagt, hinter diesem Auftrag steckte sehr, sehr viel Kraft. Oder auch Dampf. Haben Sie vorhin den Begriff Dampf verwendet? Dampf, also spielt der Begriff Dampf wohl hier eine Rolle? Dampfmaschine, Lokomotive... Ja. Stevenson? Nein, nicht. Nein. Wird der Name dieses Mannes heute noch für die Bezeichnung eines Begriffes in der Physik verwendet? Ja, sie wird noch verwendet. James Watt? Ja, es war James Watt. Er lebte von 1736 bis 1819. Er war Mechaniker und schaffte es wirklich, die Kraft des Dampfes auszunutzen. Und 1763 erhielt er den Auftrag, eine Dampfmaschine zu konstruieren, zu bauen, und er schuf damit praktisch dessen Geburtsstunde.
Ein Klempner half ihm dabei und 1769 erhielt er sein erstes Patent vom englischen König. Und Watt baute den ersten druckfesten Zylinder. Und kommen wir zu dem Schreiben zurück. Bereits 1775 schrieb sein Partner an den englischen König. Ja, wir haben jetzt drei Personen. Die lebten alle so ungefähr um 1800 rum. Und da suchen wir jetzt dann die Umschreibung, das heißt die Antwort für die Umschreibung, Würdigung eines Ex-Staatsmannes. Und als zweiten Teil unseres Quizzes haben wir ein Frage-und-Antwort-Spiel. Sie haben das sicherlich zu Hause alle schon einmal auch gespielt in der Freizeit, wann immer Sie Lust hatten, haben Sie ein Frage-und-Antwort-Spiel gespielt. Und wir wollen jetzt mal die heiße Spur 1800 verfolgen, denn die könnte vielleicht Sie auch schon früher auf die Lösung kommen lassen. Ja, mit dem Frage-und-Antwort-Spiel, das sieht es zum Beispiel so aus, dass wir einzelne Lösungswörter haben und daraus suchen wir den Buchstaben. Von mir aus, ich frage Sie nach dem Wahrzeichen der Stadt London und das ist ja bekanntlich der Tower. Davon brauchen wir den von mir aus den dritten Buchstaben, sagen wir einmal, nehmen wir an, das wäre ein E und da haben wir dann hier so schöne Buchstaben aufgemalt. Hier ein E, das kann die Kamera vielleicht einfangen, also ein E. Und da ist noch eine Schwierigkeit für unsere Kandidaten mit eingebaut. Und zwar müssen die das, den Begriff von hinten nach vorne lesen. Also von hinten nach vorne müssen sie das lesen, um die richtige Lösung zu erhalten. Praktisch, wir gehen einige Fragen durch. Es sind vier Wörter. Die Umschreibung, Würdigung eines Ex-Staatsmannes ergibt eine Antwort. Das sind vier Wörter. Und dazu machen wir das Frage-und-Antwort-Spiel. Es ergibt Einzellösungen und da von den Einzellösungswörtern benötigen wir Buchstaben. Das kann der erste, zweite, dritte oder auch ein x-beliebiger Buchstabe sein. Diese kommen dann hier in diese Schiene, werden reingesetzt von hinten nach vorne. Müssen Sie das dann in richtiger Reihenfolge lesen, dann kommen Sie dann auf den gesuchten Begriff des heutigen Sendetages. Tja, und sollten unsere Kandidaten mal eine Lösung nicht wissen, dann haben sie die Möglichkeit, uns anzurufen, wenn sie zufällig die Lösung zu Hause wissen. Ja, also ich stelle Ihnen von mir aus die Frage, wie heißt das Wahrzeichen der Stadt London, das heißt Tower. Angenommen jetzt Herr Bürgermeister Klein oder Herr Bürgermeister Kotter wüsste das nicht, dann haben Sie zu Hause die Möglichkeit anzurufen, hier im Studio. Und die Telefonnummer, das ist die 0621, die 5981 und die 222. Also wenn einer der Kandidaten die Lösung nicht weiß, die Einzellösung nicht weiß, dann haben Sie zu Hause die Möglichkeit, hier anzurufen und die Lösung zu sagen. Sie dürfen auch mal raten, was dies sein könnte. Und als Honorar für Ihre Arbeit, sage ich mal, als Preis, verlosen wir an Sie 6 Singleplatten und 4 Heimatjahrbücher vom Landkreis Bad Dürkheim. Das nicht ohne Grund. Und jetzt will ich mal kurz an das Telefon gehen, mal sehen, wer hier anruft. Ja, Klamm am Telefon, die, ja, das war der Bundespostminister nicht, sondern ein anderer Anrufer wohl. Ja, wir wollen jetzt dann eine kleine Pause bald machen. Gegen 15 Uhr machen wir eine kleine Pause. Also ich erkläre Ihnen das nochmal kurz zu Hause, dass es auch verständlich rüberkommt. Wir wollen jetzt ein Frage-und-Antwort-Spiel machen. Das ergibt Einzellösungen. Die Fragen, die sind aus Reisetechnik und Sport auch. Allerdings nicht jetzt zu spezifische Fragen, sonst würde das vielleicht auch zu schwer werden, sondern eigentlich allgemeine Fragen, die man so allgemein auch wissen dürfte. Und wir wollen nach 15 Uhr damit beginnen. Wir wollen jetzt eine kleine Pause machen und noch ein paar Bilder einblenden von Ludwigshafen. Und
Hier sehen Sie noch einmal die Bilder von vorhin. Das sind Vögel drauf. Da sehen Sie noch mal den Friedrich-Ebert-Anlage, das heißt die Halle. Und ein Bild vom Ludwigshafen, als es recht unschön aussah. Thank you.
Ja, live ist live, würde die Gruppe Opus jetzt sagen. Wir wollen jetzt zu unserem zweiten Teil des Quizzes kommen, die vier. Das kommt von den vier Spielpartnern her. Und wir haben hier jetzt noch einen Ehrengast, wenn ich das mal in Anführungszeichen sagen darf. Und zwar haben wir eine Person mit vier Beinen hier, nämlich es ist das Hündchen Dani. Und vielleicht ist es jetzt auch im Bild, ja. Und Dani heißt das Hündchen. Begeisterter Zuschauer des offenen Kanals. Ja, kommen wir jetzt aber zu unserem zweiten Teil des Quizzes. Das ist das Frage- und Antwortspiel. Ich stelle den Herren, unseren Kandidaten, Fragen. So, insgesamt 30 Fragen. Dazu gehören auch 30 Antworten. Und das geht dann nach Schnelligkeit. Wer zuerst kommt, mal zuerst, gibt es ein Sprichwort. Und Sie zu Hause haben die Möglichkeit, bei uns anzurufen, wenn einer der Kandidaten die Lösung nicht weiß. Und die Telefonnummer lautet 0621 5981 und die 222. Von den Einzellösungswörtern brauchen wir Buchstaben, das sage ich dann jeweils dazu. Von mir aus als Beispiel gebracht, jetzt ohne dass das hier irgendwo steht, das Wahrzeichen von London, das ist der Tower. Und davon brauchen wir dann den vierten Buchstaben als Beispiel genannt und das ergibt dann ein E. Und dann habe ich hier schon ein klein wenig vorbereitet. Hier haben wir dann ein E, ich hoffe, das sieht man in der Kamera. Das wird dann hier in diese Schiene reingesteckt und Sie müssen das dann natürlich von vorne nach hinten richtig lesen. Denn das Wort Eid, das hier steht, stimmt nicht. Ich meine, bei diesem Wort ist es natürlich nicht allzu schwer. Das steht schon eine kleine Lösung. Wir wollen das jetzt mal wieder wegtun und wollen dann die Fragen stellen. Ja, die erste Frage, die ich an die Allgemeinheit richte, in Anführungszeichen. Ja, die Hauptstadt heißt Canberra. Und wie heißt das dazugehörige Land? Davon brauchen wir den neunten Buchstaben. Australien? Ja, Australien. Und davon haben wir jetzt, wie schon gesagt, ein E. Ja, die zweite Frage. Wir möchten wissen, wie das Land Japan in der Landessprache heißt. Das hat gewiss nichts mit Werbung zu tun. Sie kennen das alle, die feine, süße Köstlichkeit. Also Japan in der Landessprache. Man muss da nicht unbedingt Japanisch können, hoffe ich. Ja, und wenn unsere Zuschauer jetzt das Nippon wissen, dann können die anrufen. Nippon. Ja, richtig. Nippon, stimmt. Nippon. Ja, das war schon weg. Lösung ist gefallen, vielleicht beim nächsten Mal. So, dann haben wir natürlich jetzt ein I. Das stecke ich mal hier rein. Dann haben wir auch gleich das erste Wort. Das hat nämlich nur drei Buchstaben. Alle guten Dinge sind drei. Ja, dann stelle ich Ihnen die dritte Frage. Wer erfand und baute das erste Motorrad? Alle unsere Motorrad-Freaks müssten das wissen. Also wer erfand und baute das erste Motorrad? Und davon brauchen wir den ersten Buchstaben. Und Sie können wieder anrufen, falls es einer der Herren hier nicht weiß. Wer erfand das erste? Ja, wollen wir mal uns überraschen lassen. Ja, das war schon zu spät anscheinend. Also, wer erfand das erste Motorrad, lautet immer noch die Frage. Die Lösung ist nicht gefunden. Wir brauchen den ersten Buchstaben. Dreis war es nicht. Nein, es war das Fahrrad. Es gibt, man sagt da auch nicht. Ja, da hat jemand zu viel. Wahnsinn. Ja. Tja. Hört sich interessant an, ist nur das Beizeichen. Ja. Der Bundespostminister freut sich. Ja. Wer könnte das gewesen sein? Wir brauchen davon den ersten Buchstaben. Es gibt da auch einen Interpret. Allerdings heißt der nur mit Vornamen, glaube ich, so. Also, wer erfand das erste Motorrad? Ja, wollen wir mal uns überraschen lassen, wer das jetzt ist. Das ist eine kleine... Hallo? Guten
am Tag. Ja. Also Daimler fand das erstmal. Ja, das stimmt. Sie haben sich somit etwas verdient. Ja, was möchten Sie denn gerne? Ein Buch oder möchten Sie eine Singleplatte? Naja, welche Single, bitte? Ja, wir haben verschiedene Singles hier. Wir notieren Ihre Adresse am besten auf. Das war, also Ihr Name war bitte nochmal? Martin Reiner. Ja, und Sie wohnen in? Schifferstadt. In Schifferstadt, ja. Martin, ja gut. In Schifferstadt, Sie können sich das auswählen. Wir werden Sie anschreiben und da dürfen Sie sich was aussuchen. Wir haben eine kleine Auswahl vorbereitet. Ich freue mich, dass Sie mitgemacht haben. Tschüss, dann bis nachher. Danke, wiederhören. Ja, Daimler war es. Gottlieb Daimler. Gottlieb Wendehals gibt es, glaube ich, auch. Und das war der Interpret. Ja, kommen wir zu einem neuen Wort. Da haben wir noch natürlich einen Buchstaben. D, Daimler, das ist der erste Buchstabe. Jetzt haben wir hier ein Lösungswort bereits vorstehen. Das heißt Eid. Und wie soll das jetzt richtig rum heißen? Sie müssen das gerade vertauschen. Es ist ja nicht allzu schwer, man kann das jetzt schon prima ablesen. Also Eid. Und wie soll es richtig heißen? Es ist eine, und jetzt heißt die. Oder? Die, die, ja. Die, die stimmt. Ja. Also haben wir mal ein Wort, vielleicht zu Hause zum Aufnotieren. Die, den Artikel die. Mit Sicherheit ist es nicht der Titel der Sendung, die vier, sondern es ist die Antwort für die Umschreibung, Würdigung eines Ex-Staatsmannes. Und was kann dies jetzt wohl sein? Wir versuchen das herauszufinden durch unser Frage-Antwort-Spiel. Und wir wollen mit dem zweiten Wort beginnen. Wir brauchen dann den dritten Buchstaben. Und es ist sicherlich keine schwere Frage für unsere Sportler. Aber nicht nur für die Sportler, sondern es dürfte allgemein bekannt sein. Ja, wir wollen wissen, wie nennt man einen Wettkampf mit Wasserfahrzeugen? Also einen Wettkampf mit Wasserfahrzeugen, davon brauchen wir den dritten Buchstaben. Wettkampf mit Wasserfahrzeugen. Was wird da rüber auch jetzt im Sport berichtet? Wettkampf mit Wasserfahrzeugen. Dritter Buchstabe. Segeln? Nein, Segeln ist es nicht. Es beginnt mit R. Rudern. Ja, die vier. Guten Tag. Regatta. Ja, stimmt. Sie haben sich auch was verdient. Regatta ist es. Ja. Was möchten Sie denn und wie heißen Sie denn überhaupt? Darf ich Ihren Namen erfahren? Heiler. Heiler. Und Sie rufen von wo aus an? Ludwigshafen. Heiler. Und aus welcher Straße sind Sie? Wo ist da schon verkabelt jetzt mittlerweile? Ja, sicher. Hermann-Hoffmann-Straße 7. Hermann-Hoffmann-Straße 7. Ja, Herr Heiler, Sie haben die Lösung richtig erraten. Es ist die Regatta und davon brauchen wir den dritten Buchstaben. Ich danke für Ihren Anruf. Ja, tschüss dann. Ich kann mir noch was verdienen, ne? Buch oder Single haben Sie. Ja, natürlich. Ja. Ein Buch oder Single. Was Sie ihm möchten? Single. Eine Single. Gut, wir werden die Ihnen zuschicken. Alles eine klar. Single. Ja, danke für den Anruf. Tschüss. Ja, das ist ja schöner als erwartet. Also es war die Regatta, da müsste ich jetzt natürlich auch einen Buchstaben einstecken. Da, so, und jetzt muss ich ein paar Laufübungen beginnen. Das Hündchen macht kein Dienerchen. So, hier haben wir ein G. Ich muss hier etwas rumgehen. Also ein G haben wir hier. Das Ganze geht natürlich von hinten nach vorne. Ein G haben wir jetzt hier. So, kommen wir zur zweiten Frage des zweiten Wortes. Und die zweite Frage lautet, ja, es ist mit Sicherheit nicht schwer, wo befindet sich die bekannte Bavaria, nicht? München. In München, ja, da brauchen wir den dritten Buchstaben und das ist ein M, wie Marta oder wie München, wenn wir schon bei Städten sind. Ein M. Wohl ein N. Der dritte Buchstabe. Pardon, ein N, natürlich, danke. Ein N ist das natürlich, das war ihm das falsche. Ein N, da hätten wir ihm was geschafft und wären zu einer falschen Lösung gekommen. Also ein N, ein G und ein N, das Ganze sieht natürlich nach Spanisch aus, weil es von hinten nach vorne gelesen werden muss, beziehungsweise die Lösung so gefunden werden. Ja, so, jetzt gehen wir ein bisschen wieder zurück, drehen das Rad der Geschichte. Wir gehen zurück nach 1277. Wir brauchen von dem Lösungswort den vierten Buchstaben. Und bei Neapel gibt es noch einen noch tätigen Vulkan. Wie heißt dieser? Der Vesuv. Ja, Vesuv. Und da brauchen wir das U, den vierten Buchstaben. Ja. Dann heißt das immer U.
vierte Buchstabe U. Das sieht jetzt schon mal G, N, U haben wir hier. Ja, kommen wir zur vierten Frage. Und denken Sie vielleicht auch zu Hause daran, wenn Sie nicht ran. Wir haben jetzt ein Wort, das ist der Artikel die. Jetzt haben wir drei Buchstaben, das G, N, U. Und jetzt kommt die vierte Frage. Was findet man in der Stadt Innsbruck? Und dazu natürlich ein kleiner Tipp, man kann da die Straße XYZ finden. Es hat mit Reichtum zu tun, ist aber nicht das allzu Begehrte. Es ist ein Gebäude und wir brauchen davon den sechsten Buchstaben. Ich wiederhole es nochmal. Was findet man in der Stadt Innsbruck? Es ist bekannt, es hat was mit dem Reichtum zu tun. Goldfaden, sage ich mal. Goldene Dachel. Ne? Goldene Dachel, ja. Und davon brauchen wir den sechsten Buchstaben, das macht ein H. N. Goldene Dachel vom ersten Wort natürlich, sechsten Buchstaben. Erstes Wort, sechster Buchstabe, goldene Dachel, ein N. Das stimmt doch nicht. Es hat auch nichts mit Genua zu tun hier, sondern goldene. Es ist von hinten nach vorne zu lesen. Ja, da kommen wir zu, nun ja, zu einem Nahrungsmittel. Natürlich. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Müsste es nicht den H sein? Nein, es ist das, der sechste Buchstabe vom ersten Wort, also goldene. Also. Goldene. Danke auch für die Frage für unsere Zuschauer zu Hause, die vielleicht jetzt mittragen, die werden sich das vielleicht auch gefragt haben. Es ist das N, sechster Buchstabe. Ja, wir kommen zum Reis. Natürlich nicht zum Reis zum Kochen, sondern was hat Philipp Reis um 1860 erfunden? Das Telefon. Ja, das Telefon, wir haben es hier auch stehen, vielleicht klingelt es mal bald wieder. Und wir brauchen davon den fünften Buchstaben und das macht ein F wie Friedrich List. So, da haben wir schon fast die ganze Lösung, das geht recht schnell. Wir haben natürlich noch einiges zu tun. Vielleicht sollte man noch sagen, die Anzahl der Kästchen hier hat nichts mit der Lösung zu tun. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja, den hatten wir heute schon mal als Gast hier. Ja, was hat der Ingenieur James Watt erfunden? Die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine. Ja, da haben wir wieder ein F. Fünfter Buchstabe. Dampfmaschine, ein F. Das muss eigentlich ein O kommen. Oder OE. Ja. So, die Damen und Herren, die Kandidaten, die sind anscheinend schon des Rätsels Lösung näher gekommen. Vielleicht Sie zu Hause auch, wenn man das jetzt so ein bisschen rumdreht. Ja, wir kommen zum sportlichen Bereich. Wir hatten den heute schon mal. Und zwar wird es ja auch in nächster Zeit wieder stattfinden. 1987 wird es wohl wieder soweit sein. Nämlich 1896 fanden die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt. Wo wurden diese ausgetragen? Und wir brauchen davon den vierten Buchstaben. Griechenland. Wir brauchen allerdings die Lösung der Stadt. Also der Stadt. Nicht das Land, sondern die Stadt brauchen wir. Ja, und jetzt haben unsere Zuschauer natürlich wieder die Möglichkeit anzurufen, falls die Lösung nicht gefunden wird. In Athen war es nicht. 1896. Ja, vielleicht weiß der HTW. Die Lösung. Ihm wurde sie schon mal genannt. Hallo, ja, guten Tag. Hudson Bühler, guten Tag. Ja. Athen. Athen, es stimmt. Und davon den vierten Buchstaben, das war das I, vierte Buchstabe. Die ist auch von dem Herrn Bürgermeister gefallen. Wir verlosen trotzdem den Preis. Wir freuen uns natürlich, wenn wir heute unseren dritten Preis loswerden können. Was möchten Sie denn überhaupt in der Lektüre? Ich hätte gern das Buch. Ein Buch vom Landkreis Bad Dürkheim. Herr Hermann Josef Deutsch wird sich freuen. Sie rufen aus Ludwigshafen an, oder? Aus Ludwigshafen, ja. Aus Ludwigshafen. Und welche Straße ist das jetzt? Fürstenstraße 18a. Die Fürstenstraße 18a. Freut mich über Ihren Anruf. Sie erhalten ein Buch zum Lesen mit interessanten Informationen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, das war der vierte Buchstabe. Athen. Jetzt sollten wir auch noch das E da hinein tun. Ich glaube, die Lösung, die war wohl nicht allzu schwer zu finden. Ein E. Und das sieht ja jetzt doch schon recht lösungsverdächtig aus. Da können wir dazu was sagen. Es muss ein O kommen.
Ja, nicht heißen soll man. Ja. Und dann machen wir weiter. Ja, wir machen mal weiter, dass unsere Zuschauer vielleicht sehen, Zuschauer, sie, die Lösung ist ja schon so gut wie gefallen, also entschieden vielleicht zu Hause auch. Bei Ihnen im Wohnzimmer wird man schon die Lösung gefunden haben. Jetzt kommt nämlich die Frage, in welchem Land tragen die Männer einen Kilt? Es ist keine schwere Schottland. Frage. Es ist natürlich Schottland. Hier haben wir im Schnellverfahren das O gewonnen, und zwar den vierten Buchstaben. Das O, vierter Buchstabe. Und jetzt ist es natürlich nicht mehr allzu schwer. Es fehlen ganze zwei Buchstaben, also ganze zwei Fragen. Ja, vielleicht wird die nächste Frage, aber es ist auch schon wieder was Bekanntes. Ja, die nächste Frage, bei welcher Stadt können Sie die Walhalla finden? Und wir brauchen davon den ersten Buchstaben. Regensburg. Regensburg, ja, stimmt. Ja, ich hoffe, dass wir in dem zweiten Wort oder vielmehr in dem vierten Wort ein paar schwerere Fragen drin haben, damit unsere Zuschauer auch mal wieder dazu kommen. So, das war bei Regensburg. So, jetzt kommt vielleicht eine Frage, die Weinkenner, die wissen das mit Sicherheit, auch die Weinkenner des pfälzischen Weingutes, mit Glykol hat es ein bisschen was zu tun. Die Autofahrer auch. Ja, die Autofahrer, die kennen das auch, die sollten natürlich damit vorsichtig sein. Der ADAC weist da jedes Mal darauf hin, dass man besonders auch zur Faschingszeit, die natürlich jetzt schon längst alte Fasnacht, sag ich mal, ist, vergangen ist, soll man eben aufpassen, denn der Führerschein kann leicht flöten gehen. Ja, ich möchte jetzt von Ihnen den Begriff für einen spanischen Weinkeller bzw. Weinschenke wissen. Also den Begriff für einen spanischen Weinkeller und oder Weinschenke wissen. Und davon brauchen wir den vierten Buchstaben. Taverne. Ja. Wie bitte? Taverne. Nein, nein. Das ist das nicht. Nicht. Also Begriff für den Weinkeller bzw. Weinschenke. Bodega. Ja, Bodega. Vierter Buchstabe, das ist ein E. Und jetzt ist das zweite Lösungswort schon wieder bereits gefunden. Und es kann ja nicht allzu schwer sein, das jetzt richtig zuzuordnen. Ja, stimmt. Tja. Es ist das Wort Eröffnung. Also fassen wir zusammen, wir haben zwei Wörter bereits gefunden in unserem Frage- und Antwortspiel. Die Fragen, die waren ja nicht allzu schwer. Das heißt praktisch die Eröffnung. Ja, und was kann das jetzt wohl mit der Würdigung eines Ex-Staatsmannes zu tun haben? Es ist hier in Ludwigshafen geschehen. Ich kann Ihnen Näheres dazu nicht sagen, sonst wissen Sie die Lösung, ohne weiter raten zu müssen. Wir wollen das natürlich nicht in die Gefahr gehen, dass Sie die Lösung jetzt sofort erahnen für unseren Kandidaten. So, kommen wir zu einem dritten Wort. Da habe ich auch drei Fragen wieder vorbereitet. Und wir tun das jetzt mal weg. Das E-R-O-F-N-U, also Eröffnung war es. Ja, kommen wir jetzt zu dem dritten Wort der Antwort für die Umschreibung, Würdigung eines Ex-Staatsmannes. Es ist die erste Frage, welchen berühmten Anziehungspunkt finden Sie, zu Hause auch, liebe Zuschauer, in Rüdesheim am Main? Drosselgasse. Die Drosselgasse, das war ja nicht allzu schwer. Ja, dann müssen wir hier so beginnen. Die Drosselgasse, der sechste Buchstabe, ein I soll das sein. Da habe ich jetzt ihm schon was vorweggenommen. Machen wir das so. Bei uns geht das ja. Also die Drosselgasse, ein E wie Emil. Ja, und jetzt kommt ein Seebad. Nennen Sie uns bitte den Namen des Seebades von New York. Das kann keine allzu schwere Frage sein. Vielleicht auch. Von New York? Seebad von New York. Und davon brauchen wir vom zweiten Lösungswort den zweiten Buchstaben, Seebad von New York. Ist nicht Long Island? Nein, ist es nicht, aber es ist in so, wie haben Sie das mal gesagt? Long Island? Long Island, nein. Oder Staten Island? Nein, nicht. Vielleicht kann der Zuschauer, der eben da versucht hat anzurufen, vielleicht kann er es noch machen, solange die Lösung nicht gefunden ist. Also wie heißt das Seebad von New York?
Ja, jetzt nehme ich. Sie wissen es nicht. Ich nehme. Ja. Hallo, guten Tag. Ja, es ist das Fernmeldeamt. In Anführungszeichen oder die gute Leitung. Also haben Sie jetzt schon ein bisschen. Warten wir mal ab, geben wir noch einmal die Chance. Hallo, ja, guten Tag, die vier. Ja, das war einer, der keine Lust hatte. Ja, sind Sie jetzt der Lösung schon näher gekommen? Seebad von New York. Vom zwei, es sind zwei Lösungswörter, also Long. Ist Long Beach? Nicht, nein, ist es auch nicht. Es kommt nicht drin vor. Also Long stimmt. Long nein, stimmt nicht. Ach so. Das zweite Wort, das Sie vorhin genannt hatten, stimmt. Staten Island? Nein, auch nicht. Hallo, ja, guten Tag. Ja, Coney Island. Ja, stimmt. Ist jetzt noch nicht gefallen. Ja, jetzt hat der Herr natürlich aufgelegt. Gut. Ja, wir wissen aber noch nicht mal den Namen, die Adresse. Wir können natürlich jetzt, wir bräuchten natürlich noch irgendwann den Namen. Vielleicht rufen Sie in der AKK nachher an. Das ist die 0621 für unsere auswärtigen Zuschauer, die 5981 und die 222. Der Zuschauer, der eben angerufen hat, das soll doch dann bitte an uns schreiben, wenn er seinen Preis will. Nämlich, er hat eine Singleplatte oder ein Buch gewonnen, was auch immer er möchte. Also Sie sollten daran denken oder rufen Sie ganz einfach nochmal an, wenn ein Wort nicht gefunden wird. Und den Buchstaben, den darf ich natürlich auch nicht da unterschlagen, den wir natürlich brauchen. Das ist nämlich ein S. Ich stecke das jetzt gerade mal verkehrt, dass es nicht so schwer, nicht so leicht wird. Schwer soll es schon werden. Ich stecke das jetzt mal so rum. Ganz, also nicht in der Reihenfolge. Jetzt müssen Sie ein bisschen Puzzle spielen. Aber das ist auch nicht allzu schwer. Ne? Drei Buchstaben. Drei Buchstaben, nicht? Ja, Sie haben das schon eben. Ja. Nennen Sie uns den Begriff für eine Maschine zur Glättung von Papier, Stoff und Gewebe. Unsere zuschauenden Drucker, die wissen das mit Sicherheit alle. Wollen wir, haben Sie einen Vorschlag zu erbringen? Glättungsmaschine für Papier? Rufe ich mal, nehme ich mal dort ab. Dampfbügeleisen. Nein, Dampfbügeleisen war es nicht. Hallo, ja, keiner da. Dampfbügeleisen ist das natürlich nicht. Es ist eine große Maschine, nehme ich an. Und zwar der Begriff für die Glättung von Papier, Stoff und Gewebe. Hallo, ja, guten Tag, die vier. Der junge Mann ist so gut, aber er soll sich doch nicht so oft versprechen. Ja, danke. Und wie war Ihr Name bitte noch? Ja, das war prima. Also gut, ein kleiner Witz. Unseres Zuschauers, Spaß muss sein, nicht? Den hatten wir uns engagiert, den Zuschauer. Ja gut, nennen Sie uns also den Begriff für eine Maschine zur Glättung von Papier, Stoff und Gewebe. Nun ja, ich nenne mal einen Buchstaben K, war. Ein K ist der Anfangsbuchstabe, wir brauchen aber den sechsten Buchstaben davon. Hallo, ja, guten Tag. Ja, Kalender. Kalender, stimmt. Sind Sie Drucker von Beruf oder... Nein. Nicht? Was machen Sie denn beruflich, wenn ich mal fragen Schlosser. Darf? Schlosser, ja. Und Sie wohnen? In Ludwigshafen. In Ludwigshafen und in der Straße? Langerstraße. Langerstraße 40, war das? Fünf. Langerstraße 5. Was hätten Sie denn gerne als Single? Preis? Eine Single. Die können wir noch verlosen. Sie erhalten die. Vielen Dank auch für den Anruf. Tschüss. Ja, Kalender ist das. Also Glättung, Maschine zur Glättung von Papier, Stoff und Gewebe. Ja, kommen wir zu, das war der sechste Buchstabe, den darf ich natürlich auch nicht unterschlagen. Und des Rätsels Lösung kommt immer näher und dieses Wort zu erkennen ist mit Sicherheit keine große Kunst. Wie könnte das heißen, Herr Bürgermeister Klein oder Herr Bürgermeister? Eröffnung des. Eröffnung des, ja, wir haben drei Wörter, Eröffnung des. Ja, jetzt kann es nicht mehr allzu lange dauern. Staatsmann Bismarck. Ja, da sage ich jetzt da nichts dazu, das sollen Sie erraten. Wir haben ja noch einige Fragen. Ja, Staatsmann ist es schon, aber welcher, das verrate ich Ihnen jetzt nicht. Gut, kommen wir zur ersten Frage des letzten und vierten Wortes, der Umschreibung für Würdigung eines Ex-Staatsmannes, denn er ist ja keiner mehr. Ja, wir wollen jetzt natürlich von Ihnen, wenn Sie auch die Lösung schon ein bisschen fast durchschaut haben, wissen, wie heißt ein Sammelgerät von bzw. für Strom? Sammelgerät für Strom? Für Strom, ja. Und wir brauchen davon den vierten
Buchstaben. Sammelgerät für Strom. Unsere Technik. Batterie? Nein, nicht. Es hat eine andere Bezeichnung dafür. Akkumulator. Tja, wir brauchen den fünften Buchstaben davon. Akkumulator ist gefallen. Ich nehme es trotzdem ab, nicht? Hallo, ja, guten Tag. Ja, ist gar nicht mehr. Also Akkumulator, dafür können wir jetzt natürlich keinen Preis mehr verlosen, denn die Lösung ist gefallen. Akkumulator. Da haben wir ein M jetzt. Ja, ein M. Da stecke ich das mal auch verkehrt. Damit das, also Mix durcheinander, könnte man das sagen, so ein bisschen durcheinander geworfen. Wir haben hier auch jetzt einiges durcheinander geworfen. Gut. Ja, wir machen die Fragen auch mal durcheinander. Und zwar, wie nennt man einen zweirädrigen Personenwagen, der im fernen Osten von Personen gezogen wird? Rikscha. Das war richtig. Da haben wir ein R. Wir machen jetzt ganz einfach mal alles durcheinander. So. So, da kann niemand mehr anrufen. So, jetzt die Drucker wissen das wieder Bescheid. Und zwar, wie heißt der Erfinder der beweglichen Lettern für den Druck? Das ist nicht schwer. Gutenberg. In aller Leut Munde, kann man sagen. Gutenberg, ja. Stimmt. Ja, wir brauchen davon den fünften Buchstaben, ein N. Das stecke ich jetzt mal hier in die Landschaft rein, in die Leiste vielmehr. So, machen wir das völlig durcheinander, um das Spielchen ein klein wenig zu erschweren. Ja, kommen wir zu unserer nächsten Frage. Das ist der erste Buchstabe, wird da gesucht von dem Lösungswort. Und wie? Und zwar, wie heißt die Geburtsstadt, vielmehr, wo wurde die erste Taschenuhr erfunden? Also die erste Taschenuhr, wo wurde die erfunden? Welche Stadt kann Ulm? Sich da glücklich schätzen? Wie war das bitte? Ulm? Nein, Ulm nicht. Es war gegen 1500. Das war der Händler. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, das stimmt ja, die Lösung. Ja, hallo, guten Tag. Pol, guten Tag. Ja. Das war in Nürnberg. In Nürnberg in 1500. Herr Bürgermeister Klein hat auch die Lösung gewusst, wer das gemacht hat. Es war der Peter Hähnlein. Und Sie haben jetzt noch einen Preis gewonnen. Wo wohnen Sie denn überhaupt, wenn ich mal fragen darf? In Ludwigshafen. Auch in Ludwigshafen. Also unsere Vielzahl der Zuschauer ruft jetzt aus Ludwigshafen an. In welcher Straße war das bitte? In der Steinbachstraße. In der Steinbachstraße. Hat man die ganze Straße schon verkabelt oder... Soweit mir bekannt ist, ja. Ja, also Ihre Nachbarn können auch zuschauen. Es war Nürnberg. Welchen Preis möchten Sie denn überhaupt? Die Single. Die Single, die erhalten Sie. Danke, vielen Dank auf Ihren Anruf. Tschüss. Ja, gut. Damit ich da jetzt den einen Buchstaben nicht vergesse, wir haben hier nochmal ein N. Ja, wählen wir ganz einfach mal aus. Ein N. Nochmal. Das wird natürlich jetzt umso schwieriger, denn wir haben hier eine Vielzahl von Buchstaben. Dann liegen, die sicherlich ein M, Nürnberg, ja, ein N haben wir schon da, mir fällt auf, wir haben einen kleinen Fehler gemacht, jetzt, ja, erster Buchstabe, ein N, das kann natürlich hier nicht stimmen, wie ich hier sehe, ja, lassen wir die Frage mal gut sein, wir kommen danach auf die Lösung, es ist da natürlich ein riesengroßen Durcheinander, jetzt auch mit Absicht geschehen. Damit wir Sie ein bisschen aufs Glatteis führen können nochmal. Es war nämlich die Eröffnung Ds, das stimmt, aber was wurde da eröffnet? Und uns genügt natürlich nicht nur die Friedrich-Ebert-Stiftung, also Friedrich Ebert genügt uns nicht, es muss da auch das richtige Wort dahinter, was es denn ist. Gut, wir kommen dann zur nächsten Frage. In welches Land müssen Sie reisen, das heißt, in welche Stadt müssen Sie reisen, wenn Sie den Vergnügungspark Tivoli besuchen möchten? Kopenhagen. Ja, Kopenhagen. Und davon jetzt brauchen wir den vierten Buchstaben, ein E. So, und denken Sie daran, es geht nicht wie vorhin, sondern es ist ein ganz großer Mischmasch durcheinander, ein schweres Wort, ein Mischmasch durcheinander. Und zwar... ist es hier in Ludwigshafen zur Ortsabgrenzung, es ist hier in Ludwigshafen geschehen im Februar meines Wissens
Wir haben danach, dazu nachher noch ein paar Erläuterungen, was es denn überhaupt ist. Ja, jetzt wird es ja ganz pulvrig, sage ich mal. Welchen wirksamen Bestandteil beinhaltet das Dynamit? Also welchen wirksamen Bestandteil beinhaltet das Dynamit? Und davon brauchen wir den 9. Buchstaben. Stickstoff? Nein, nicht. Das ist nicht das Gesuchte. Wir, welchen wirksamen Bestandteil beinhaltet das Dynamit? Ich glaube, Sie hätten das auch gewusst. Nitroglycerin. Es ist gefallen. Ich nehme trotzdem mal ab. Wir sind ja freundlich. Ja, ja, es war zu spät. Ja, gut, Nitroglycerin. Da brauchen wir einen 9. Buchstaben. Das ist das Z. Das Z. Wollen wir mal hier so. Das Z. So, jetzt wollen wir mal, wer das hier ist. Hallo, ja, guten Tag. Ja, das Wort heißt Bismarck-Sender. Nicht ganz, ja. Das Wort heißt nicht Bismarck-Sender, aber es ist in der Lösung natürlich sehr nahe gekommen. Vielleicht schauen Sie noch zu, es dreht sich hier um ein paar Buchstaben. Sie können nachher nochmal anrufen, wenn ja, wir das Wort gefunden haben. Ja, Eröffnung des Bismarck-Senders. Das Sender gefällt mir nicht ganz. Zentrum. Zentrum, ja, da ist die Lösung gefallen. Also die Eröffnung des Bismarck-Zentrum, das fiel ja, die Lösung ist ja früher gekommen als erwartet. Ja, ich darf mir Ihren Namen jetzt mal aufnotieren. Ihr Name ist bitte? Kolb Marianne. Kolb Marianne. Schieferstadt. Marianne in 6707. Schieferstadt. So, und die Straße noch? Speyerstraße 137. Speyerstraße 137. So, gut, für Sie ist auch dann ein Preis da. Sie haben das doch recht früh erraten. Wir haben da auch vorhin einen kleinen Verraten, möchte ich nicht sagen, etwas verraten, nämlich der Otto von Bismarck, da kam ja vorhin auch vor. Und da ist es jetzt nicht allzu schwer, dieses Wort rauszubekommen. Wir machen jetzt die Einzellösungen mal durch und vielleicht fahren Sie zu Hause mit. Wir werden Sie dann anschreiben und ich verrate Ihnen nachher einen Preis. Dankeschön. Jo, bitteschön. Tschüss. Danke fürs Anrufen. Ja, wir haben natürlich noch einen ersten Preis, den hatte ich bisher noch gar nicht erwähnt. Das sollte am Schluss kommen. Ja, und das behalte ich mir auch mal für den Schluss der Sendung noch vor. Wir müssen jetzt so ein bisschen machen und zwar gehen wir mal ein bisschen in den Urlaub. Und zwar in welches Urlaubsland können Sie den Wörthersee finden? In welchem Urlaubsland kann man den Wörthersee finden? In Österreich. In Österreich. Und da ist es noch ein bestimmtes Gebiet. Mit K beginnt's. Kärnten. Kärnten, ja. Und da brauchen wir den ersten Buchstaben. Erster Buchstabe, das ist ein K. Also den Herrn Bismarck, den haben wir. Der freut sich jetzt natürlich riesig, auch wenn er nicht mehr zuschauen kann. Bismarck-Zentrum. Gut. Kommen wir zur nächsten Frage, jetzt nur so als kleiner Abschluss vielleicht auch mal für unsere Zuschauer zu Hause, denn wir haben jetzt 6 Singleplatten verlost und wenn das eine mehr wird, dann geht es auf meine Tasche dann eben und wir haben dann noch 3 Heimatjahrbücher vom Landkreis Bad Dürkheim, die wollen wir natürlich auch verlosen, losbekommen. Ja, wie heißen die Wasserstraßen in Amsterdam? Grachten. Grachten, ja. Der 4. Buchstabe, das ist ein C wie Cäsar. Es ist ja jetzt nicht mehr schwer. Cäsar, ja, wo ist er denn? Danny hat den Cäsar verschlungen. Ja, das C, das will heute nicht mehr. Hat sich das schon Feierabend genommen? Ja, das muss auch sein. Hier haben wir es natürlich C wie Cäsar. So, durcheinander gesteckt. Die Lösung ist natürlich jetzt nicht mehr allzu schwer zu finden. So, kommen wir zur nächsten Frage. Ja, da haben wir jetzt schon die Frage, die wurde heute Abend schon öfters, die Lösung wurde schon heute Abend öfters verraten. Und zwar wieder eine leichte Frage, wie nennt man das Wahrzeichen von London? Die Frage ist es eigentlich gar nicht mehr wert, genannt zu werden. Das ist nämlich der Tower. Und wir haben hier den 5. Buchstaben, ein R wie Richard. Tja, ob wir das heute noch zusammenbekommen? Ja, ein R. So, und das K, das fühlt sich hier einsam, weil es aus der Reihe gefallen ist. Das muss natürlich so hängen. So,
Kommen wir zur nächsten Frage. Ja, das wird schön. In welcher Stadt finden Sie die Skala? Nicht die Richterskala, also die Skala. Die Mailand. Mailand war das, ja. Und davon brauchen wir den zweiten Buchstaben. Mailand, ein M. Sie sagten den zweiten M. Ja, och, da habe ich eben was vertan. Das ist natürlich ein A wie Anton. Ein A, Mailand, nicht der erste Buchstabe. Auch wenn man so. So, kommen wir zu einer weiteren Frage. Wie nennt man die U-Bahn in Paris? Ich sage nur dazu, es gibt es auch in Ludwigshafen. Allerdings, Metro. Die Einzelhändler wissen dann klar, wie zu singen. Jetzt sind wir bei einem M. Metro, nicht? So. Bin ich ganz... Jetzt wird es ein M wie Metro. Ja, die Lösung, die ist ja schon gefallen. Unsere Zuschauer, die haben zu Hause mitgespielt, das freut mich. Vielleicht spielen die jetzt auch noch so weiter vom Bekanntenkreis oder Familienkreis. Ja, und die Frage, die ist mit Sicherheit auch nicht schwer. Und zwar, nennen Sie uns bitte das größte Gebäude in New York. New York, also das größte Gebäude von New York. Das höchste. Ja, das höchste. World Trade Center. Ja. Ist höher als Empire State. World Trade Center. Und davon brauchen wir ein R. Ein R. Ja, wo ist es denn jetzt hingewandelt? Ja, haben wir da nicht schon ein R rein? Doch, zwei Bismarck haben wir schon drin. Haben wir schon zwei drin? Ja. Dann brauchen wir das E natürlich. Das haben wir auch schon. Dann bis World Trade Center. Da, was für ein Buchstabe war das dann? Augenblick, bitte. Jetzt muss ich auch mal nachschauen, das ist... Oh, dann finden wir, der bleibt übrig zum Schluss. Ja, mein Rat, wir haben ja ein kleines Durcheinander veranstaltet. Ja, World Trade Center, Bismarck Zentrum. Das R haben wir schon, das E haben wir schon. Ja, wo ist es denn jetzt hingefahren? Das ist schon... Ja... Wo ist es denn? Das World Trade Center Bismarck Zentrum soll das ergeben. Dem Durcheinander der Buchstabe. Tja, der Buchstabe, ich glaube, den klammern wir mal aus. Sonst sind wir nämlich morgen früh noch hier. Ja, das war natürlich das World Trade Center. Ja, und das ist wieder Leiches. Wurde, glaube ich, darüber auch schon mal ein Lied gesungen. Nennen Sie uns die Burg der Stadt Athen. Akropolis? Ja, Akropolis. Und diesmal passiert mir kein Missgeschick mit dem Buchstaben. Wir brauchen den achten Buchstaben. Das nächste Mal werden wir schauen, dass wir das ein bisschen günstiger hinbekommen. Und dann auch eine schwere Lösung nehmen. Die Eröffnung des Bismarck-Zentrums. Es freut mich, dass es eine Zuschauerin aus Schieferstadt gewusst hat. Ich hatte jetzt gedacht, es wäre mehr geläufiger in Ludwigshafen. Ja, unsere nächste Frage. Ja, wir gehen mal wieder auf Städtetour. In welcher Stadt in Deutschland finden Sie das Holstentor? Tor. Lübeck. Lübeck, ja. Lübecker Marzipan, die schmeckt auch so gut. Wir haben dann hier ein B. Ja, jetzt haben wir hier ein B. Stecke ich das mal da hin? Die Lösung, die ist ja bereits gefallen. Für unsere Zuschauer, die ihm zugeschaltet haben, die haben dann vielleicht noch eine Möglichkeit daraus, das richtige Wort zu bilden. Ja. Ist natürlich schwer, wenn man das so sieht. So, dann brauchen wir noch die... Warten Sie mal, ich glaube, wir haben da schon eine Lösung gefunden. Nur, wie soll das jetzt heißen? Es ist ja schon gefallen. Es war die Eröffnung des Bismarck-Zentrums. Wir hatten das Wort die gefunden, wir haben das Wort Eröffnung gefunden und dann das Wort des und hier Bismarck-Zentrum. Jetzt versuche ich das auch mal zu ordnen. Versuchen wir das mal zu ordnen. Allzu schwer ist es ja nicht, ob wir dann auch dann nicht... Ja, ein B fehlt noch. Ja, ein I. Was war ein das? B. Ein I fehlt, ein S fehlt auch. Waren Sie mal. Ein S fehlt natürlich noch. Und ein B. Und ein J. Ja, B da wie Bismarck fehlt noch. Da müssen wir natürlich, ein B ist bereits gefunden. Ein Wo? S wie Siegfried fehlt hier noch.
Und das ein B ist auch ganz dabei. Das ein heißt, B? Sonst, sonst nicht Bismarck. Bismarck, hier haben wir, Sie meinen B. B. B wie Bertha, das ist das Bertha Kind. Also, das haben wir geraten. Ja, also Bismarck, da wollen wir jetzt mal eine Ersatzfrage einbringen. Ja, wollen wir mal schauen, welchen wir dann nehmen. Also noch ein S fehlt uns, vielleicht hat dann noch einer unserer Zuschauer eine Frage dann zu beantworten, wo er da mitmachen kann. Ja, Versuche der Finden, kann man hier sagen. Ja, das hatten wir heute Abend schon mal. Dann nehme ich jetzt eine der roten Karten, eine Ersatzfrage. So, jetzt schauen wir hier mal nach. Ein großes Fragezeichen. Hoffe ich, jetzt das Richtige zu finden. Augenblick. Ja, das können wir nicht nehmen. Zu leicht. Ja, zu leicht. So, können wir das mal dorthin. So, wir haben ja noch Zeit bis 16 Uhr. Ja, vielleicht, ja, welche nehmen wir? Ja, nennen Sie uns den Begriff für ein Verfahren zur Gewinnung von Stahl. Stahl? Nein, also haben wir mal ab. Die Frage ist nicht verstanden. Ja, nochmal die Frage, die wiederhole ich jetzt. Also ein Verfahren zur Gewinnung von Stahl. Und dafür hätte ich gerne den Begriff. Ich nehme mal ab. Hallo, ja, guten Tag. Ja, es war nur also ein Stahl. Verfahren zur Gewinnung von Bisse. Stahl. Bissemapier. Es gibt einen Begriff, da sind Sie gar nicht so falsch. Konverter. Bissemapier. Hallo, ja, guten Tag. Tierschutzverein nimmt den Hund aus der Sendung. Ja, akustisch nicht verständlich, das war wohl ein Auslandsgespräch. Der Tierschutzverein nimmt den Hund aus der Sendung. Ehrlich? Jo, wollen wir nochmal versuchen? Hallo, ja, nicht da. Kann man nichts machen. Ja gut, also, wir suchen einen Begriff für ein Verfahren zur Gewinnung von Stahl. Es hat eine bestimmte Bezeichnung. Ein Verfahren zur Gewinnung von Stahl. Man bezeichnet es als Verfahren. Davor das Wort wollen wir. Eine Verhüttung? Die nicht, es ist in Anführungszeichen zu setzen. Es hat auch. Kochen, Stahl kochen. Es hat was mit einem Vornamen zu tun. Also mit der Birne, da langen Sie vielleicht gar nicht so schlecht, Freunde. Wollen wir mal uns überraschen lassen? Hallo, ja, guten Tag. Nein, das ist es leider nicht, aber Sie haben mal Vornamen reingebracht. Es ist aber ein anderer Vorname. Ein anderer Vorname? Ja, anderer Vorname, auch für unsere Kandidaten. Bissemapier, ne? Bissemapier habe ich genannt. Nein, also ein Verfahren zur Gewinnung von Stahl, die letzte Frage. Und davon brauchen wir das S. Es kommt auf alle Fälle ein S drin vor, und zwar am Ende des Wortes. Verfahren ist hinten dran. Und zuvor ein Vornamen. Ich glaube, es ist auch ein häufiger Name bei den Leuten, bei den männlichen Leuten, versteht sich? Ein, vielleicht haben Sie auch einen, ich sag mal den Anfangsbuchstaben, T. Thomas Birne, ja, genau. Thomas Verfahren, ja. Und Sie haben sich damit einen Preis verdient. Was hätten Sie denn gerne und von wo aus rufen Sie denn an? Aus Ludwigshafen. Aus Ludwigshafen, ja. Aus welcher Straße? Noch irgendwo aus der Langerstraße. Aus der Langerstraße noch. Langer. Lammerstraße. Nein. Aus. LANNER. Ja, gut, Lange. Danke. Lannerstraße aus Ludwigshafen 5. Gut, vielen Dank auch. Bitte. Ja, bitte an. So, also jetzt noch ein S. Das haben wir natürlich ein bisschen gemogelt hier vorhin. Und das wollen wir natürlich nicht unterschlagen, nicht, wenn das Finanzamt zuschaut. So, jetzt allerdings für unsere Zuschauer. Gibt es natürlich keine Möglichkeit mehr, jetzt noch anzurufen. Wir wollen trotzdem mal abnehmen, wer das ist. Es ist niemand hier. Es ist ja niemand. Gut, wir wollen das jetzt auch richtig stecken. Bismarck, also die Eröffnung des Bismarck-Zentrums, das war wohl nicht allzu schwer. Ja, wie sind die Eröffnung des Bismarck-Zentrums? So, jetzt wollen wir das auch noch einigermaßen hinbekommen. Z. Nein, nein, die CK noch vorher. Ja, da kommt natürlich auch ein CK. Das ist eine Sparmaßnahme. Sie haben es in der Hand. Ich habe es in der Hand. So. So, natürlich ein CK nicht. So,
So, jetzt bekommen wir das heute noch einmal zusammen. Zentrum Antibitero. So, und die Buchstaben, die stimmen natürlich hier nicht. Center, das wäre so ungefähr hingekommen. Ja, jetzt noch ein U. Und jetzt noch als letzter Buchstabe ein M. Ja, ein M wie Bismarck-Zentrum. So. Und jetzt müsste das alles in richtiger Reihenfolge stehen. Es war ja keine allzu schwere Lösung. Und ich will Ihnen jetzt natürlich noch ein klein wenig zur Lösung etwas verraten. Wir haben heute einen ersten Preis, einen zweiten Preis, außer den 10 anderen Preisen, die wir bereits verlost haben. Ja, ich erzähle Ihnen ein klein wenig was vom Bismarck-Zentrum. Da muss ich jetzt natürlich ein bisschen nachschauen. Nicht, dass ich Ihnen da was Falsches erzähle. Ja, so. Das Bismarck-Zentrum. Ja, man findet da so allerlei Dinge. Im Bismarck-Zentrum, es ist ja noch recht jung, es haben sich da auch einige Probleme ergeben. Und die Sogwirkung, die erwartete Sogwirkung beim Bismarck-Zentrum in Ludwigshafen, das dieses Jahr eröffnet wurde, ist eingetreten. Und stellen Sie sich vor, auf sage und schreibe 3300 Quadratmetern hat man hier insgesamt 32 Einzelhandelsgeschäfte platziert. Also auf 3300 Quadratmetern hat man insgesamt 32 Einzelhandelsgeschäfte platziert. Ja, und wir stellen Ihnen dann noch eine Zuschauerfrage, da können Sie etwas gewinnen. Und wenn Sie durch die Bismarck-Halle oder vielmehr durch das Bismarck-Zentrum gehen, da finden Sie ja auch Dinge, die das Leben in Anführungszeichen erfreuen können. Denn wir verlosen als ersten Preis heute Abend noch einen traumhaft schönen kulinarischen Ausflug, nämlich einen Präsentkorb. In der Pfalz hat es ein anderes Wort dafür. Man nennt das anders. Herr Willico, da kennen Sie sich da aus. Gut, als Bürgermeister verteilt man so etwas öfter, nicht? Und in der Pfalz nennt man es dann Fresskorb. Ja, man nennt das Fresskorb hier in der Pfalz. Ja, also wenn Sie dann mitmachen wollen, dann müssen Sie uns natürlich eine Frage beantworten, wie auch vorhin. Allerdings, da können Sie jetzt nicht anrufen, sondern Sie sollen ein bisschen schreiben, damit sich der Herr Bundespostminister freuen kann, denn so eine Postkarte 60 Pfennige nicht. Und jetzt multipliziert man die Anzahl der Postkarte mal 60, da kommen dann doch schon ein bisschen viel zusammen. Nur ein kleiner Scherz. Ja, also schreiben Sie uns, wenn Sie die Lösung wissen, auf die Frage, die ich Ihnen jetzt stelle. Es ist nicht allzu schwer, denn ich habe Sie schon versteckt verraten. Und wenn Sie aufgepasst haben, dann wissen Sie die Lösung auf die Frage. Ja, die Frage lautet, auf wie viel Quadratmetern haben sich wie viele Geschäfte angesiedelt? Wir wollen wissen, wie viele Geschäfte sind im Bismarck-Zentrum anzutreffen und wie viel Quadratmeter Fläche sind hier beinhaltet. Also wie viele Quadratmeter sind im Bismarck-Zentrum Quadratmeter mit einbezogen für die Einzelhandelsgeschäfte, 32 Stück an der Zahl. Und wir wollen von Ihnen diese Lösung wissen. Vielleicht sieht man es dann auch irgendwann auf dem Bildschirm, wenn Sie zuschauen. Jetzt haben Sie natürlich einige Möglichkeiten. Sie können jetzt ins Bismarck-Zentrum gehen und können sämtliche Geschäfte durchziehen. Ich glaube, das ist aber nicht die günstige Möglichkeit, sondern die günstigere und wesentlichere Möglichkeit ist ja, man hat zugeschaut. Und wenn Sie zugeschaut haben und ein bisschen zugehört, ich habe Sie vorhin genannt, dann können Sie auch die Lösung finden. Also wir haben die Lösung oft genug verraten, wie viel Quadratmeter umfasst die Fläche der Einzelhandelsgeschäfte. Wie viele Einzelhandelsgeschäfte sind angesiedelt und wie viele Quadratmeter umfasst das Bismarck-Zentrum? Ja, und einen Anruf, da kann man natürlich nicht machen. Anrufen und die Lösung durchs Telefon geben. Man muss den Zuschauern alle eine gleiche Chance geben und das geht nur auf dem Postweg. Und dazu brauchen Sie natürlich noch ein paar andere Informationen. Wann ist der einzelne Schluss? Es ist der 1.
der 31. Mai 1985. Jetzt werden Sie sich fragen, weshalb ein so langer Einsendeschluss. Wir wollen unseren Zuschauern die Chance geben, die jetzt bei der Arbeit waren, die jetzt erst nach Hause gekommen sind und zufällig vielleicht so im Vorbeischalten den offenen Kanal eben gefunden haben. Also die Frage lautet nochmal, wie viele Quadratmeter umfasst das Bismarck-Zentrum und wie viele Einzelhandelsgeschäfte haben sich im Bismarck-Zentrum angesiedelt, Und der Einsendeschluss ist der 31. Mai. Und die Adresse, die sehen Sie mittlerweile schon auf dem Bildschirm, das ist das Zuschauerquiz D4, Postfach 1924 N6720 Speyer am Rhein. Und zu gewinnen gibt es natürlich einen schönen Präsentkorb mit allerlei Überraschungen beinhaltet. Ja, und jetzt hoffen wir natürlich auf Ihr Schreiben bis zum 31. Mai. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und ich darf mich jetzt bei allen bedanken, die an dieser Sendung beteiligt waren. Wir hatten hier ganz kurz zuvor einige Hektik, da es einige Schwierigkeiten aufgetreten sind. Die erste Sendung, die verlief vielleicht noch nicht ganz so, wie man sie sich gewünscht hätte, aber vielleicht wird es beim zweiten Mal dann besser. Und ich hoffe, Sie ein zweites Mal begrüßen zu dürfen, vielleicht auch wieder zu 120 Minuten. Und die Zuschauerfrage darf ich noch einmal wiederholen. Wie viele Quadratmeter sind im Bismarck-Zentrum beinhaltet und wie viele Einzelhandelsgeschäfte kann man dort finden? Einsendeschluss 31. Mai 1985. Ich darf mich ganz herzlich bei unseren Gästen bedanken, die jetzt sozusagen Versuchskaninchen dargestellt haben. Denn es war, aller Anfang ist schwer, kann man doch schon sagen. Und sie haben sich ihm jetzt bereit erklärt, hier mal erste Schritte mitzutun. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Bürgermeister Willi Kotter von Altrip. Ich bedanke mich bei Herrn Uwe Klein, Sohn vom Bürgermeister aus Bad Bergzabern. Ja, ich taufe Ihre Stadt noch um. Bad Bergzabern soll es auch nach dieser Sendung heißen. Ja, und ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuschauen. Bedanke mich bei dem Studioteam, das hier beste Arbeit geleistet hat. Bedanke mich bei der Regie, bei dem Bismarck-Zentrum natürlich, dass ihr uns das Spielchen mitgemacht hat und uns die Lösung verraten hat, in Anführungszeichen auf die Idee gebracht hat. Ja, und wir verabschieden uns dann aus dem Studio 1 der Anstalt für Kabelkommunikation. Wir danken allen fürs Zuschauen, wir bedanken uns bei unseren Gästen, wir bedanken uns auch bei unseren begeisterten Zuschauern, der hier mittlerweile eingeschlafen ist, Zuschauer, der Danny, der kümmert sich jetzt gar nicht mehr um die Kamera, nicht? Zu wenig Honorar. Ah ja, da hat er noch, er weiß, was gehört. Also ein Lächeln in die Kamera von Danny. Wir sagen alle Tschüss aus dem Studio 1 der Anstalt für Kabelkommunikation. Bis zum nächsten Mal. Das war's dann, die 4.